Herzlich willkommen im Kiruna, wo die wunderschönen zwei Frauen wurde es ja begrüßt. Also wir sind jetzt da, wo das Eishotel normalerweise steht. Aber das haben sie vor 5 Tagen sowas schon abgebaut. Also es muss wirklich gigantisch sein. So hätte ich mir das nicht vorgestellt. Das ist ein richtiges Areal überall und die mega Eiswürfen da, Wahnsinn. Da kommen ja auch immer Künstler jedes Jahr her und richten das her. Und die Teile, die werden eingefriert und dann für den nächsten Winter hergenommen. Oh, es sind schon Riesenteile, bist du narrisch. Irgendwo sieht man noch. Da sind die. Ich weiß nicht, was da drinnen ist. Aber das ist auch gigantisch, Wahnsinn. Wahnsinn. Da haben wir ein Tippizett. Eigentlich habe ich gemeint, dass noch eines da steht, das was auch im Sommer offen hat. Da muss ich mich noch erkundigen. Das wäre schon cool, wenn ich das sehen würde. Wahnsinn, aber schon verrückt irgendwie. Jetzt gehen wir gleich zu den Eingängen, die sind natürlich schon verschüttet. Und da sieht man auch noch die ganzen Stäbchen überall, wo es angestanden sind, die Hotels. Und das sind ja wirklich gescheite Eisteile. Verrückt. Da haben wir zum Beispiel einen Eingang, aber der ist komplett. Oder ist das dahinter der Ausgang? Ich habe keine Ahnung. Da. Wahnsinn, vielleicht kann man da irgendwie eine filmen. Das war natürlich sehr interessant. Ah, da werden die auch gelagert, glaube ich. Wahnsinn, also das ist wirklich Kunst. Schaut aus wie ein paar Zähne. Oder vielleicht werden die da auch gelagert. Das kann auch sein. Vielleicht ist da noch was drin. Natürlich kann ich das nicht lassen. Ja. Oh, das ist schon schade, dass ich nicht da war, wie es noch intakt gewesen ist. Oh, das ist schon gigantisch. Aber interessant, sehr interessant, muss ich sagen. Aber gefällt mir jetzt, dass ich ein bisschen was gesehen habe. Ja, vielleicht werden da auch Teile gelagert. Boah, das ist sicher sehr, sehr beeindruckend, wenn das alles intakt ist. Da kann man leider nicht reinschauen, ne?
alles alles zugemacht. Aber vielleicht ist wirklich noch eins offen oder noch eins intakt. Das war natürlich ein Wahnsinn. Und das sind die Hallen. Da werden auch Eiswürfel gelagert. Also bis zum nächsten Winter. Aber schönes Gebiet. Natürlich ist da jetzt wieder ein bisschen kühler. Ja, ich werde mich mal erkundigen, vielleicht finde ich das eine, das was noch im Stand sein sollte. Und dann werden wir da einige, ja sogar. Weil das war jetzt sehr spannend. Und da oder die Halle. Da werden die ganzen Eiswürfel gelagert. Ja, das war's. Schauen wir. Vielleicht finde ich es nur heraus. Und sonst müssen wir sich halt Fotos anschauen. Da gibt es sehr schöne im Internet. Natürlich wollen wir es nicht nehmen lassen. Dass ich herumschaue, weil ich einfach zu neugierig bin. Und jetzt habe ich was entdeckt. Da ist der ganze Plan. Ein Wahnsinn! Das ist alles aus Eis. Som har vänt
det som har varit det kämpigaste till det bästa. Lampa.